Zeit, dass wir weiterreisen. Wir haben hier zwei Inseln und zwei Riffe, die wir erkunden wollen. Eine der Inseln können wir uns jetzt schon mal anschauen. Hoffentlich ist es die Wüsteninsel, denn dort sollen wir Materialien sammeln für diese Rakete. Und, ja, schauen wir mal. Alasande. Ja, das ist die Insel, wo wir hin sollen. Na gut, dann müssen wir hin. Die restlichen Sachen können wir auch danach machen. Die restlichen Sachen sind ja eh... Ja, mehr oder weniger Bonus, kann man sagen. Und ich glaube, das hier wird dann die letzte Hauptinsel sein für das Polychrom-Meer. Natürlich bis auf Gigaleuchtturm, aber das ist klar. So, Luigi. Komm, zeig mir, wie perfekt deine Landung geworden ist. Luigi? Luigi? Ah, okay, ich dachte schon. Aber diese Kakteen sehen nicht echt aus. Die sehen irgendwie gebastelt aus. Findet ihr nicht? Ah, Aluna, guck mal, Hilfe. Was sind das denn bitte für Viecher? Oh mein Gott. Wo bin ich hier gelandet? Fische am Sand? Am Sandmeer? Am Meeressand? Wo sind wir hier? Was ist die Mission? Treibe Müllasse auf. Genau, das ist das, was wir brauchen. Dieser Gegenstand. Boah, das ist eine große Insel. Damn. Okay. Ja, hallo. Mein Stick war stuck für einen kurzen Moment. Okay, wir haben ja herausgefunden, dass wir bei Treibsand nur mit dem Rolliball durch können. Das sagt er uns wahrscheinlich auch. Ihr sucht Müllasse? Also normal kommt die aus einem Felsen, der wie ein Gesicht aussieht. Den Felsen findet ihr nördlich von hier, aber angeblich spuckt er momentan nichts mehr aus. Hm, vielleicht müssen wir die Insel erstmal anbinden, bevor er wieder was ausspuckt. An alle Abenteurer! Vorsicht vor dem Treibsand. Er wird euch verschlingen. Er umspült erst zart eure Füße. Und dann ist der Rest dran. Erfahrene Abenteurer versuchten es mit Rollen. Davon können wir jedoch nur abraten. Bleibt weg vom Sand. Schaut nur vom Rand. Wie, Rollen funktioniert auch nicht? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ist das vielleicht der Ort, wo wir die Müllasse bekommen? Ne, wieso? Ich kann auch hier lang. Gut, wenn ich stehen bleibe, dann sinke ich, aber ich kann doch rollen. Gut, ich bin aber auch sehr langsam im Rollen dann. Aber es funktioniert, also keine Ahnung, was das Schild gemeint hat. Aber... Euch erwische ich. Ihr kommt mir nicht, komm her. Da sage ich, ihr kommt mir nicht und dann... Oh was. Sicher gehen, dass ich alle... deutlich da gesammelt haben. Jupp. Sieht so aus. Na komm. Muss mich extra wieder zurückverwandeln. Für einen Sirup. Ich habe mich mal heilen können, oder? Ich habe mich sogar geheilt. Ah. Stimmt. Ich habe mich offscreen beim Tod geheilt. Da war ja was. Habe ich vergessen. okay. Da kommen wir dann. Oh, das ist aber sehr viel. Da müssen wir dann noch später wieder zurückkehren. Auf jeden Fall. Hallo. Geht's dir gut? Der Treibsand ist schon übel. Und dann noch diese Haibiester. Der reinste Albtraum. Haie? Meereshaie? Sandmeereshaie. Ihr wollt wirklich dort lang? Euer Ernst? Dann hört gut zu. Wenn ihr im Treibsand diesen Haibiestern begegnet. Rennt weg! Weicht ihn aus! Bleibt weg von ihnen! Hm? Versucht erst gar nicht. Sie zu besiegen. Da bleibt der mag ich am liebsten. Ja, und ich mag dich auch am liebsten, wenn du tot bist. Ich konnte den Hammer nicht benutzen. Mano. Egal, was soll's. Wir kriegen die. Ah, wir treiben dich runter. Wie auch immer das funktioniert, aber es ist auf jeden Fall so. Cool. Ich soll mal meine Stecker umstecken. Kugelhagler ist okay. Aber ich glaube, Explodierer ist hier gerade ein wenig effektiver. Aber wo effektiver? Ich glaube, mit Mario kann ich gerade keine Attacke einsetzen. Level 40 Sandteil. Leider kann ich nicht sehen, wie viel Leben der hat. Aus irgendeinem Grund. Das ist der erste Gegner. Ah, wir müssen die erstmal aus dem Sand rausholen, bevor wir die angreifen können. Ah! One shot! Was? Okay, nee, jetzt habe ich verstanden, warum der eine das so meinte.
Nee. Schutz. Abwehr. Hä, er hat Mara gegriffen. Was? Mario ist einfach instant gestorben. Nee. Nee. Flucht. Mario, komm her, Mann. Oh, Mama Mia. Das gibt's doch nicht. Wir können nicht gegen die gewinnen. Hallo. Oh, danke, Lakitu. Nee, keine Ahnung, warum wir auf einmal wieder hier sind, aber... Ich drücke mir ein paar Pilze rein. Wir werden sowieso in Zukunft noch Superpilze benutzen. Und später dann noch Ultrapilze. Deshalb kann ich die normalen Pilze schon mal... Ich sag mal, verschwenden. Gibt's irgendwas, was wir bauen können? Anti-Stachler wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Den holen wir uns mal. Und wir schalten ein paar weitere neue stöckerfreie Münzpresser zum Beispiel. Erleiden Gegner Schaden, lassen sie vor Schreck Münzen fallen. Aha, je nachdem wie viel Schaden wir machen. Okay. Item Einbehalter. Eingesetzte Items werden dir erschüttert und stehen anschließend zur erneuten Nutzung im Inventar. Was? Das ist ja richtig OP. Gib her. Oha. Also wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, okay, hat nur 5 Ladungen, aber dann können wir 5 Items hintereinander einsetzen und die werden nicht verschwendet. Da kann man ja die besten Items mehrmals benutzen. Das ist ja okay. Wie auch immer das funktioniert, krass. Item of Mozza. Beim Einsatz eines Items werden mehrere Schadenseffekte erhöht. Okay. Das klingt sehr gut. Danke. Ey, warum nicht einfach die beiden kurz einstöpseln, Item nehmen? Hat man ein verbessertes Item und man kriegt es wieder zurück. Und dann, wenn Mario oder Luigi dann wieder dran ist, also der andere Bruder hat es so gesehen, dann einfach schnell die auswechseln. Das ist ja mega OP. Oder nicht? Exzellentomatik. Du erzählst mit jeder Attacke automatisch exzellent. Wow. Das heißt, ich muss gar nichts mehr drücken. Das ist so dieser Autoplay. Dieses Raid Shadow Legends Gameplay einfach. Und Exzellenzbelohner. Erzielst du mit einer Paar-Attacke ein Exzellent, erhältst du 50% ihrer BP-Kosten Zugriff. Auch sehr nice. Aber warte mal, ich habe mich ein bisschen ablenken lassen. Wie kommen wir da durch? Das Einzige, was mir einfallen würde, ist hier wirklich versuchen auszuweichen und schnell durch. Augen zu und durch. Gegen die können wir nicht gewinnen. Wir machen gar keinen Schaden gegen die. Ah. Das sind da mehrere von denen. Wo muss ich lang? Hör nicht da lang, nicht da lang. Ah. Hier kriegt ihr euch nicht. Mich nicht. Weil hier sind noch so viele Münzen. Ich habe beide auf einmal gleichzeitig wird. Ups. Upsies. Ah, sind durchgekommen. Oh, Gott sei Dank. Ich habe aus Richtung der Ohr seine verrückte Stimme gehört. Aber womöglich habt ihr mein Gehör auch einen Streich gespielt. Okay, ich weiß nicht, wie alt ihr hier seid. Wie lange ihr schon lebt. Aber scheinbar gefällt euch hier die Sonne. Das führt dann direkt zum Anfang. Verstehe. Direkt weg von den Haien. Das sind Biester, das sage ich euch. Das sind Biester. Die machen mir Angst. Was haben wir hier? Wer redet da? Hallo? Ah, da am Meer! Will jetzt lecker Pilz haben. 3 Superpilze! Meinetwegen? So unnötig habe ich jetzt auch nicht. Hoffentlich. Mario wirft 3 Superpilze hinein. Schnellladungsbrosche! Möchtest du eine Schnellladungsbrosche hineinwerfen? Haben wir überhaupt eine? Wenn ja, okay. Netter Versuch, du hast doch gar keine. Hä? Kollege! Ist das jetzt sein Ernst? Irgendwie? Was für eine Brosche? Wenn ich eine finde, gebe ich sie dir, Kollege. Aber was wollte er von uns? Na komm, hoch da. Nee, das geht nicht. Vielleicht rüberfliegen? Nee. Da brauchen wir vielleicht eine 4. Ability. Ja, insgesamt 4. Eher 3. Was bist du für einer? Ja, diese Insel. Das ist wirklich verrückt. Für die Duschen oder was? Sie ist einfach die Dusche.
Sie ist die Dusche. Wie schnell! Wow, da, sorry, das war aber gerade zu schnell. Was zur Hölle? Lass mal überlegen. Was können wir gut einsetzen? Wär's mit einem. Auf Gegner in der Luft. Und das ist generell Hammerattacken auf Gegner. Ah, nee, auf Gegner mit Stacheln. Ja, nee, Kugelhagel ist eigentlich schon richtig. Explodierer theoretisch auch. Obwohl, nein, die Explodierer macht gerade keinen Sinn. Wir haben ja gerade gar keine mehrere Gegner. Keine zwei Gegner, kann man so sagen. Hab ich den normalen Pilzomatik? Ah, der lädt noch auf. Ach, noch 17 Runden noch. Boah. Okay, wahrscheinlich werden die beiden dann vermutlich dafür, dass sie so krass sind, sehr lange aufladen. Ich will halt sicher gehen, dass ich alles Richtige ausgerüstet dabei habe. Schwindler finde ich super langweilig. Nee, komm, lassen wir es einfach so, wie es ist. Versuchen wir erstmal. Ja, einfach so. Einfach so einen Sprung. Versuchen wir es einfach mal. Duschfisch habe ich gerade gelesen. Oder? Ah, Kugel, das scheint ja schon leer. Ein Duschfisch. Okay. Wie schmeckt dir der Eierlauf? Luigi so, ein Ernst, Bro? Mein voller Ernst. Okay. Bam! Take this! Über 100 Schaden und noch einmal eine Stampfattacke von Yoshi. Oh, da war 70 Schaden. Bam! Explodiert. Den Gegner will ich auf jeden Fall nochmal bekämpfen. Muss ich jetzt sofort sein, aber. Den will ich nochmal lernen, nochmal ein bisschen üben. Ich glaube, wir müssen sowieso jetzt nochmal hier lang, hier vorbei. Hä, der haut ab. Der hat gesehen, dass wir seinen Freund gekillt haben. Oh Mann. Ich komme wieder hoch. Oh, und seht ihr die Rüben da oben? Wir wissen ganz genau, wer dort ist. Der Rüben-Opi. Schon wieder. Komisch, da kommen wir auch nicht rein. Wenn wir uns doch nur in den Boden graben könnten, so wie früher. Hört doch diese Echse da drüben. Die sieht cool aus. Diding. Diding. Ja, okay, war klar, früher oder später von den 50.000 Stücken, die hier rumrennen. Ja, so 5 Stücken. Aber von den 5 Stück, die hier rumrennen, war klar, dass uns früher oder später einer erwischt. Machen wir einen roten Panzer. Der verbraucht weniger, macht aber dafür auch weniger Schaden. Aber. Hat man nicht mehr so viel. Ah Mist, ich hab vergessen, meinen Stecker auszurüsten. Da war was. Da war was. Ja. Obwohl der Koopa-Panzer gebrannt hat? 160 Schaden. Mario! Was zur Hölle? Mario, steh auf! Gott. Wie viel Leben hat sie noch? Ah, nicht mal so viel. Aber lass uns erstmal den Stecker ausrüsten, wäre ganz gut. Ja, meinetwegen, Schwindler, bin ich kein Fan von, aber machen wir einfach mal. Besser als gar nichts. Bam! Ach, habt ihr gesehen, Luigi's Animation war irgendwie anders, oder? Bin ich gerade komplett bescheuert, oder hat er sich gerade gedreht in der Luft? Ich meine, das hat er sonst nicht gemacht. Na, wie auch immer. Was soll denn hier? Ihr seid extra auf die Insel gekommen, um Müllasse zu suchen? Ganz schlechte Idee. Wo die aus dem Felsen kommt, gibt's viel zu viele Sandhaie. Macht euch doch keinen Stress. Bleibt einfach hier bei mir und tanzt. Kollege? Hier gibt es nichts als Sand und dieser Typ hat trotzdem Spaß. Klar, man kann auch trotzdem Spaß haben, auch wenn hier nur Sand ist. Oh, Mario, schau mal wie viele. Ja, Luigi, mit denen kann man wieder neue Stecker machen. Ja? Watt sagt uns auch gerade Bescheid. Ja, Mann. Macht einfach den krassen. Ah, hier sind alle jetzt einsortiert worden. Ja, mache ich sogar. Welchen machen wir uns? Wie viele müssen wir denn insgesamt noch machen? Noch 2 Stück bauen. Ich sage einfach die beiden krassen, oder? Was ist denn Konterverstärker? Verwandelt Sprungkonter in Stampfattacken und erhöht den Schaden von Hammerkontern um 30. Den nehme ich mir. Der ist eigentlich auch ganz gut, tatsächlich. Und da ich gerade eh nichts ausgerüstet habe, außer den Schwindler, der nicht so interessant ist, tun wir den Konterverstärker rein. Ja, warum nicht? Ja, doch, warum nicht? Was hast du denn so zu bieten? Ah, schön, dass du fragst. Nichts Neues. Forscherstiefel und Heilestiefel. Hast du vielleicht auch eine Brosche für mich? Nee. Fehlsprunghose.
Schlägt ausweichend per Sprung fehl, wird der Schaden trotzdem um 20% reduziert. Nicht schlecht. Wir haben ja mittlerweile auch 4000 Münzen angespart, aber ich bin mal ehrlich, ich spare sogar noch ein bisschen länger an. Weil noch geht es mir relativ gut. Würde ich mal behaupten. Und ich will ja gucken, ob Fabrizia nicht später vielleicht sogar noch bessere Sachen für uns im Lager hat. Ernsthaft? Also geht's jetzt sogar rechts weiter? Warum gehe ich nach oben? Eigentlich nicht so klug. Was ist das denn für einer? Oh, Mann, ich weiß nie, welche Attacke es ist. Ob sie dasht oder ob sie springt. Ich hab gedrückt. Hauptsache ich hab gedrückt, aber das Spiel sagt nö. Na toll. Ja, Luigi, du brauchst dringend den Superpilz, sonst kratzt du mir noch ab. Das müssen wir nicht machen. Ja, wie wär's denn mit einem Feuerlauf? Nee. Ehrlich gesagt, lieber den Hammer. Ein Faschmelion R! Verschicken wir das R. Richtig krass! Nee, da fehlt ja das K. Hä? Was ist das für ein Jump? So eine automatische Jump-Attacke. Ich verstehe den Angriff nicht. Verdammt. Warte, was? Der Typ ist unsichtbar. Ich kann ihn aber noch anvisieren. Aber ob das funktioniert, ob das was bringt, weiß ich nicht. Machen wir mal Donnerdynamo. Das könnte sehr effektiv sein gegen dieses Wasservieh. Also es sieht zumindest aus wie Wasservieh. So ein bisschen nämlich diese Insel oder dieses Wüstengebiet auch an das 5. Wüstengebiet. Ich weiß auch nicht warum, daran muss ich gerade denken, ich weiß auch nicht. Alter, dieses Vieh noch viel Leben! Diese Duschlampe, ich meine natürlich. Duschfisch. Au, 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 au! Was zur Hölle? Sie ist ausgetrocknet! Es ist ein Fußtisch. Okay. Alright. Was zum Henker geht hier ab? Let's go! Bam! Fußstich! Vor allem dein Fuß. Den musst du mal fuschen. Aber nicht fuschen! Okay, genug Cringe. Oben geht's nicht lang. Zumindest nicht wirklich. Ah, später kommen hier Abkürzungen. Ah, cool, cool. Okay, gehen wir jetzt nach rechts. Aber weichen dem Vieh aus. Wow. Ganz knapp. Sind ja Haie. Boah, ich komme hier vor wie bei Security Bridge Ruin. Bloß nicht von Monty erwischen lassen. Nee, das ist ja gar nichts. Na dann. Pop. Nicht mal eine Schamattacke nötig. Mario ist mittlerweile so strong. Yeah. Oh. Luigi. Oh, oh, oh. Naja, verstanden. Da kommen wir nicht hoch. Schnell, Mario. Juhu, juhu. Okay. Ich dachte, die Dinger wären eigentlich dafür da, damit man nicht von den Haien erwischt wird. Aber nein, die sind für Mario, damit er hier alleine durchkommt. Mario! Mario! Oh! Schwein gehabt. Spatz gehabt. Okay, nein. Spatz. Kein Schwein, wie wir wissen. Zumindest hat er uns das gesagt. Vielleicht ist es ihm auch peinlich. Nee, ich glaub ihm mal, dass er kein Schwein ist. Luigi! Oh, warte mal. Bonk, bonk. Okay. Ach, ich kann das mitnehmen. Ach so, okay. Ah, dann kommt das da drauf, oder? Luigi? Luigi! Komm, Spiel, das musst du mir jetzt nicht jedes Mal zeigen. Jetzt B gedrückt halten. Okay, komm, Luigi. Können jetzt da durch. Ja, rechts und links geht's für uns nicht weiter, also nur noch geradeaus möglich. Wir sind schon bald da. Ich muss aber zugeben, ich habe gedacht, die Insel wäre kleiner oder würde nicht so lange dauern. Was zur Hölle? Wie soll ich den ausweichen? Den kann man nicht ausweichen. Aber okay, zumindest sind die ausgetrocknet. Andererseits ist das so besser. Die sind aggressiver drauf, habe ich das Gefühl.
Oh, alles gut, der hat sich wieder geschminkt. Das wird schwer. Ich bin vor allem angeschlagen, nicht gut. Nein, 7 Runden noch. Okay, Moment. Hammer! Hammer! Bonk. Explodierer ist auch sehr schlecht eigentlich. Weil er mittlerweile nicht mehr zeitgemäß ist. Und so viel Schaden macht. Dreifach! Puh! Was zur Hölle? Ja, machen wir den grünen Panzer. Will nicht immer nur die starken Bruder Bro-Moves benutzen. Andererseits, der grüne Panzer ist so das Schlechteste, was wir haben eigentlich. Er macht so wenig Schaden. Bam! Schläft wieder ein? Das kommt so aus, als würde die einschlafen. So langweilig ist es jetzt auch wieder nicht. Ich zeig dir, dass auch interessant werden kann. Bam. Komm, Level up. Ja, zumindest von Mario. Level 18. Kommen noch 4 Level ups mit Mario. Wird noch ein bisschen mehr. Dann haben wir endlich den Feuerblumen. Rang. So, schnell weg hier. Die hat es schon gesehen. Die hat es auch schon gesehen. Oh. Hier ist die Puste ausgegangen. Oh, weg hier. Puh. Wenn die ausgetrocknet sind, sind die scheinbar stuck. Huh? Ja, doch. Die Beine zumindest. Der Körper und die Beine sind so stuck. An diesem Treibsand. Aber die müssen wir leider besiegen, sonst kommen wir nicht durch. Ist die viel größer als die anderen? Ich glaube, sieht nur so aus, weil sie in der Mitte steht. Ja. Roter Panzer. Also den grünen Panzer würde ich versuchen zu vermeiden, tatsächlich. Der ist halt echt schwach. Es ist halt nur gut, wenn alle Gegner gerade ziemlich low sind. Und auf dem Boden sind. Dann will ich ihn machen. Aber ansonsten lohnt sich nicht mal. Oh, ein toller Treffer. 200 plus Schaden. Und das Ding steht noch. Was zur Hölle? Hä? Wie weiche ich dem aus? Was? Also die Gegner in diesem Spiel sind mir wirklich ein Rätsel. Die sind alle sehr schwer so zu schauen und generell auch auszuweichen. Puh. Aber okay. Haha. Aber okay. Was soll's? Stellt euch vor, ihr würdet hier jeden einzelnen Gegner besiegen. Dann seid ihr wirklich gut mit Level-Ups und allem. Dann wird das Spiel einfach sein für euch, glaube ich. Oh, wie glücklich der Baum aussieht. Ja! Hä? Ist er so ein Brunnen oder so? Er fliegt da einfach hin. Sekunde mal, ist das Müllasse? Jedenfalls nicht viel. Mario, Luigi, als erstes solltet ihr vielleicht... Ja? Oh, oh, gar nicht gut. Die denken, ich wäre Schweinefleisch. Wie grässlich. Boah, diese Düne da im Hintergrund. Boah. Sieht aus, als könnten wir dort zum Leuchtturm gelangen, nachdem wir Müllasse besorgt haben. Wenn wir die Biester nur irgendwie verjagen könnten. Ach doch, bestimmt fällt uns was ein. Oder wir springen einfach drüber. Oh, das Ding singt. Das ist kein schönes Lied. Was zum? Ah, nur 4 Stück. Warte, sterbe ich jetzt nicht sofort? Ja, plus 400 Schaden. Wir sind tot. Wir sind Game Over. Was mache ich denn jetzt, bitte? Schnell heilen. Schnell ins Menü und heilen. Und dann? Wie jetzt? Hallo? Stopp, 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 halt, stopp, halt, stopp. Ja, die machen doch sowieso One-Shot. Ja, trotzdem muss ich die doch heilen. Was zum... Ey! Okay, ich darf da nicht lang. Die greifen mich sofort an. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht.
natürlich neu starten. Wo lande ich denn jetzt? In dem gleichen... Ach, okay, im gleichen Kampf. Okay, so böse sind die Spielbücher nicht. Die wissen, die machen One-Shot, aber zumindest lassen sie es mich direkt nochmal... nochmal hier versuchen. Okay, ich renne erstmal nach unten. Ich renne erstmal raus, Situation. Ich muss wahrscheinlich außen rum gehen. Weg, 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 hallo. Ich kann nichts machen. Schnell weg. Ist meine Pilze jetzt weg? Haben sie mir meine Pilze weggenommen? Ja. Dankeschön. Für nichts. Also da kann ich lang. An den kann ich vorbei. Ja, ja, ja. Einer hat mich gesehen, aber er hat es nicht geschafft. Wow. Hast du auch versucht, auf jeden Fall. Kann ich da hoch? Versuchen kann man es. Boah, das sieht so knapp aus. Aber ich glaube, das geht nicht. Ich kann es auch leider nicht... Dankeschön. Ich kann es auch leider nicht in der Luft einsetzen. Also nicht springen und dann einsetzen. So meine ich das. Leider nicht. Das sieht halt so... Warte mal, stopp. Von höher gelegen könnte es vielleicht klappen. Oh mein Gott, das geht wirklich. Ich muss einfach nur ein bisschen weiter hinten anfangen, wo es ein bisschen höher war. Aha. Wo lang, wo lang? Ja. Cooler Block, Bro. Cooler Block. Ich habe das Gefühl, dass das hier noch in die... Nicht in die Luft jagt, aber so ein bisschen... Alles sich ein bisschen nach oben verschieben wird irgendwann. Aber wie willst du da wirklich, sonst wirklich an den Block da ankommen? Na egal. Wir haben es hierhin geschafft. Hilft uns das? Hier ist irgendwie eine Wand, komisch. So eine schräge Wand. Die uns komisch nach hinten verschiebt, aber sonst ist hier nichts. Du willst mir sagen, hier ist nichts? Gar nichts? What? Ernsthaft jetzt? Wozu bin ich hier? Was zur Hölle? Gibt es hier überhaupt irgendeinen Ort, wo ich lang kann? Ja, ich kann hier lang, aber sind da nicht die Haie? Ja. Oh nee. Okay, dann muss ich unten, also nach unten und dann links. Irgendwie lang. Na, springen! Okay, renn weg! Boah, das ist auch immer so lange laden muss danach. Das ist auch so ätzend und unnötig. Okay, wir wollen nach rechts. Hä? Wieso bin ich hier? Spiel? Ich glaube, du hast da was verwechselt, Kollege. What? Aber man kann hier nach unten. Ja, okay, schauen wir uns unten mal um. Ah, da können wir hoch. Das checke ich erst jetzt. Ja, okay, dann ist easy, was wir machen müssen. Aber ich gehe noch nicht lang. Tatsächlich schaue ich mich erstmal noch ein wenig um. Denn wir können hier noch allerlei Sachen finden. Oh mein Gott, der wird mich erwischen, oder? Ja, der wird mich erwischen. Dang it. Okay, dürfen wir uns auch nicht treffen lassen. Und dann schnell nach links weiterrennen. Oh, mach mich mal an. Danke. Nett von euch. Wir gucken erstmal, was wir machen. Der Watch Their Prey, aber... zu lang beobachtet. Wir hauen ab. Aha. Oh, da war ein unsichtbarer Block, aber da kommen wir gar nicht lang. Das ist für später. Check ich. Okay. Und ich check mal die restliche Area hier ab. Oh, seht ihr? Es kann sich lohnen. Nein. Was? Er spielt hier die Musiknoten. Mit der P-Switch. Wie soll ich da langkommen? Habe ich jetzt verloren? Aber da hätte ich auch gar nicht lang gekonnt. Der Typ war ja voll im Weg. Mal die Reifen an. Ah, spring. Spring. Okay, was habe ich jetzt drauf? Wenn man die nicht mehr sieht, dann wollen die springen. Wenn man die ganze Zeit sieht, dann gehen die aber weiter. Okay, komm. Ernsthaft? Ich habe es wirklich jetzt verkackt? Das war auch voll böse. Okay, nochmal. Diesmal versuche ich es vorsichtiger zu machen. Der sieht mich nicht. Gut. Scheinbar haben wir genug Zeit. Also bisher zumindest noch. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Wow. Ah. Oh Gott sei Dank. Was kriegen wir? Ein Ultrapilz. Ah, naja, ist okay. Nehme ich mit.
Aber ein bisschen mehr hätte ich jetzt schon gedacht, erwartet können. Ja, Freunde, ich erwarte aber zumindest, dass ihr einen Like da lässt. Und auch beim nächsten Mal dabei seid. Hier bei... Hä? Mario und Luigi Brothership. Holt mich hier runter! Wir sind also nicht die Einzigen, die hier ein bisschen gefangen sind.